Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier im Feldversuch XL. Ich hätte jetzt gesagt mit den Streamern, aber nein, ich bin gerade alleine, also mit den ganzen YouTube-Streamern hier im Projekt. Ja, mit allen YouTube-Streamern. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sehe gerade, irgendwie stimmt was mit den Lichteffekten hier überhaupt nicht, ne? Irgendwie ist komisch. Naja, es ist leicht schwierig hier im Hintergrund, ne? Muss jetzt gerade mal so sein, vielleicht machen wir das. Moment. Könnte sein, dass es besser austariert. Ne, tut's auch nicht. Also egal, komm. Müssen wir durch. Ja, wie ich hier gerade so am Schaufeln war, habe ich gedacht, komm, da machen wir doch ein Update. Ich wollte da noch ein paar Sachen machen. Hab sogar extra noch Sachen hier stehen und rumstehen lassen. Deswegen würde ich euch einfach mitnehmen. Ne? Ich mache das Übliche gerade. Ich gucke, dass das Kieswerk läuft, dass die Sachen weggefahren werden. Ich habe auch schon Abfahrer mit Erde weggeschickt und da fährt einer mit Beton die Wand hoch. Ja, ich kann man machen. Ist nur so bedingt von Erfolg gekrönt, ne? Da lassen wir uns jetzt mal nicht von. Doch, lassen wir schon, weil die Abfahrer müssen natürlich gucken, dass sie wegkommen. Ich weiß auch nicht, der fährt. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Also, dieser LKW ist cool, aber der ist nicht so optimal für Autodrive, ist mir aufgefallen. Und vor allen Dingen fährt er hier auch etwas merkwürdig rum. Der müsste eigentlich oben rausfahren. Ich weiß gar nicht, warum der hier rechts in die Sandgrube mal reinfährt. Naja, der Vorteil, den der hat, ist, dass der mit den Bergen hier nicht so Probleme hat, ne? Der zieht sich hier einfach ein bisschen durch. Also ich muss mir das hier mit den Kursen mal angucken, weil eigentlich kommt der ja hier raus, ne? Können wir eben. So, lass uns mal eben gucken. Also, eigentlich sollte der hier weiterfahren. Und ich weiß nicht, warum er das nicht tut. Die sehen eigentlich gut aus. Anstattdessen fährt er hier rum rein. Und das ist so völliger Quatsch. Weil ich sage euch ganz ehrlich, den Kurs brauche ich nicht. Dass hier einer unten wieder reinfährt. Während der da oben ankommt. Mal gucken. Auch der hier. Warum sollte einer von hier unten hier oben reinfahren? Das heißt, die nehmen wir alle weg. Das ist eigentlich Quatsch. So. Man müsste ein bisschen aufpassen, dass ja keiner der Kurse, die man vielleicht doch braucht, da gestört werden. So, nehmen wir den noch weg. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, linke Alt-Taste gehalten halten und dann mit der Maustaste, dann könnt ihr die Punkte löschen. Das geht eigentlich ganz gut. So, jetzt aber. Eigentlich ist da ein Punkt, ne? Also eigentlich. Ja, keine Ahnung, warum er das gerade nicht macht. Das ist der. Ach guck mal, der transportiert Diesel. Auch das ist nicht verkehrt. Und was ist denn mit dem hier? Oh, wisst ihr was? Guck mal hier. Da haben wir. Jetzt haben wir schon durch den Salat. Den darf ich gar nicht fahren lassen. Ich wusste, ich musste da immer. Da müsste wirklich. Boah, jetzt habe ich den tatsächlich. Also deswegen lohnt sich das auf jeden Fall Kurs mal zwischendurch wieder auszumachen. Also den muss ich jetzt nochmal eben auf die Seite stellen. Der darf gerade gar nicht fahren. Ich habe nämlich drei Abfahrer laufen. So, der hier fährt nämlich, dass der mit dem. Der ist aber auch gleich fertig, das ist okay. Der hat Erde weggebracht. Den brauchen wir auch gar nicht mehr. Und hier habe ich noch einen, der das Kleefeld mäht, ne, der Xerion. Aber wie gesagt, der hier ist gleich durch. Ach, wisst ihr, die können wir eigentlich selber übernehmen.
Dann kann der TLX auch weiterfahren, so machen wir das. Dann fahren wir den selber weg, so. Alles klar. Warum der manchmal immer noch Helfer dann angezeigt hat, ist mir ein Rätsel. Also das ist auf der Karte stehen oftmals diese Helfer drin, aber da sind, also habt ihr ja gesehen, ich habe den hier ausgeschaltet. Keine Ahnung, warum der noch auf der Karte angezeigt wird. Und ihr seht es hier, wir haben tatsächlich wieder richtig schöne Sonnenaufgangseffekte, ne? Also ich versuche tatsächlich, wenn es irgendwie gerade geht, versuche ich tatsächlich diese Zeit irgendwie mit reinzunehmen. Warum ist denn das hier mit dem Licht gerade so mies? Weiß ich auch nicht. Ja, mich stört das gerade. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen das einfach mal ganz aus. So. Dann könnt ihr auch alles sehen. Auch nicht verkehrt. Das gucke ich mir später mal an mit dem Licht, warum das gerade überhaupt nicht funktioniert. Also das Volvo-Pack ist nicht schlecht, aber ich sage euch ganz ehrlich, das mit dem roten Licht hier, das macht nicht so richtig, oha, macht nicht so richtig viel Sinn, ne? So, jetzt gucken wir, dass wir hier den Diesel abladen. Und dann möchte ich mit euch tatsächlich noch den Traktor fahren lassen, den mit dem Anhänger und dieser Kehrmaschine. Das kommt alles weg und da werden wir ein neues Zeug für organisieren, ne? Ach guck mal, jetzt bin ich zu weit gefahren. Obwohl, wartet mal, ich glaube, ich habe im Moment in den Produktionen auch noch genug drin. Da, ja, dann lassen wir die erstmal in Ruhe weiterlaufen. Die müssen auch noch leer schaufeln, ne? Dann stellen wir den mal auf die Seite. Für später. Ihr wisst ja, auf gar keinen Fall zu viel Diesel da rein. Der verpufft dann nachher einfach. So. Dann, genau, den lassen wir nachher zum Shop fahren. Und währenddessen können wir mal gucken, dass wir ein bisschen hier von den Dingern hier leer schaufeln. Wo habe ich denn jetzt den Radlader stehen? Ach hier. Ja, ratzfatz dran vorbeigehalten. Ich wusste, der steht hier in der Ecke. Ja, und dann kaufen wir uns den neuen Schwader im Hirschfeld-Style. Und den Annaburger Überladewagen haben wir auch noch nicht gekauft, aber ich brauche den im Moment eigentlich auch nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, wir verwenden den hier. Aber ich glaube wirklich, im Moment lassen wir den erstmal weg. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte ein bisschen aufräumen. Und ich bin im Moment tatsächlich sogar gewillt, die Forstgeräte wegzutun. Eigentlich machen wir das nicht mehr, ne? Ich brauche das hier auch nicht. Ich hatte ja überlegt, ob ich hier irgendwo im Wald noch was, mir eine Schneise reinmache oder so. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Das Einzige wäre wirklich, wir könnten uns im Wald eine Schneise machen, um einen kürzeren Weg zum Bauzentrum zu haben. Aber die Notwendigkeit ist eigentlich gar nicht da, weil wir das gut weggefahren kriegen. Das passt eigentlich ganz gut in die Zeit rein bei dem Abfahren hier, von daher. Auch das ist nicht nötig. Erdbeeren bin ich so richtig sicher, aber ich, wie gesagt, Forst ist eigentlich durch. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Feld ansehen mit irgendwas mit Stroh. Also ich habe überlegt, das Ackergrasfeld runterzuholen und dann machen wir da nochmal was anderes drauf. Ich weiß nicht, hier wie Hafer, Weizen, Gerste oder sowas. Damit wir da Stroh für die Kühe auch rauskriegen. Da sind unsere Vorräte nämlich durchaus begrenzt. Ja, und ansonsten, ja, auch die Saftproduktion, dass ich im Moment nicht mehr laufen. Die ist zwar durchaus auch lukrativ, also da konnte ich auch schon gutes Geld verdienen. Aber es ist halt nicht vergleichbar hier mit dieser Kiesgrube. Und irgendwie macht das Schaufeln auch Spaß. Das ist mal was anderes. Obwohl wir schon dafür sorgen müssen, dass auch die Plantage, die Pflaumenplantage behalte ich auf jeden Fall. Sonst kriegen wir den Mist von den Kühen ja nicht. Genau dafür haben wir das ja geholt. Ne? Also deswegen haben wir überhaupt Kühe, damit wir Mist haben. Darfst du auch nicht erzählen. Auch wenn die Milchpreise manchmal durchaus gut sind. Aber naja. So, jetzt haben wir hier im Kieswerk gleich auf jeden Fall erstmal
das Wichtigste geschafft, ne? Wenn wir hier diesen anderen Berg leer haben. Vielleicht fahren wir dann auch selber zum Shop einfach hin. Da ist noch eine Schaufel gleich, wenn da noch mehr übrig bleibt, lassen wir es halt liegen. Und übrigens, für alle, die es wissen möchten, Modip, vielen Dank übrigens an der Stelle, hat es ja alles ausgerechnet und meine Vermutung, dass man hier in diesem Bereich mit Sand, Erde und Kies mehr Geld macht, stimmt tatsächlich. Hat Modip bestätigt. In der Summe bekommt man hier tatsächlich mehr Geld raus. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, weil ihr eben Beton nicht als einzigen Filter habt unter dem Trigger habt, aber Kohle lohnt sich auf jeden Fall. Also, wenn ihr schaufeln könnt und die Zeit dafür habt, dann macht das gerne hier in die Kiesproduktion. Am Ende des Tages macht es Sinn, beide laufen zu lassen. So habt ihr eben von beiden ordentlich Geld und da das Bauzentrum ja auch nur eine bestimmte Menge pro Stunde verkauft, wo die auch in Ordnung ist. Also, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass ihr das so hinkriegt, dass die Kies, dass die Produktion, wenn der Server durchläuft, dass ihr die komplett ausgelastet habt. Das würde mich tatsächlich wundern. So, du fährst jetzt zur Erde, aber ich möchte dich eigentlich gar nicht bei der Erde haben, sondern beim Sand. Also ich glaube, das ist ziemlich das Nächste, was wir nochmal abfahren können. Erde ist weg, Kies ist weg, Beton, also Beton wird auch noch einiges da sein, denke ich, aber Sand wäre eher so die nächste Größenordnung. Wir stellen wir mal hier vor, dann können wir da bei nächster Gelegenheit mal Sand wegfahren. So. Und dann gehen wir uns jetzt wirklich den Schwader holen. Weil auf dem Kleefeld müssen wir definitiv schwaden. Ich hätte jetzt theoretisch auch einen Abfahrer noch übrig, ne? Na komm, wir fahren den manuell. Das ist auch mal schön. Außerdem können wir so auch wirklich mal ein bisschen die Gegend hier genießen. Moment, ich könnte... Ja, wir machen das so, wir machen uns den HUD aus. Das mache ich manchmal ganz gerne. Dann könnte es ein bisschen mehr genießen. Gerade wenn ihr so die Strecken lang fahrt, ist doch mal schön, wenn ihr nicht das ganze Zeug im Blickfeld habt. Und brauchen tun wir das ja hier gerade wirklich nicht. Aber Licht können wir anmachen, ne? Ein bisschen wenigstens. Ja, ich habe ja einige Plantagen auch verkauft, aber es gab jetzt nicht so viele, die Plantagen nachgekauft haben. Also die Pflaumenplantage ist, glaube ich, immer noch offen. Ja, und hier stehen halt Kisten rum, da ist auch noch Fill-Type drin. Also Dünger müsste ein bisschen rein, aber auch da haben wir genug. Ja, mal gucken, ob wir da nachher noch ein bisschen reinfahren. Vielleicht lasse ich einen von den LKWs. Der TX, der große, der könnte eigentlich mal zum Hof fahren nachher. Dass wir mit dem den Mist wegfahren. Der hat die entsprechende Power auch dabei. Ja, lass uns doch mal eben gucken, wo der ist. Pass mal auf, dann machen wir mal eben den hier. Ich kann den mal Richtung Shop fahren. Nee, das war falsch. Standard. Was ist das? Ach so. Er hat aufgeklappt, weil ich auf O gedrückt habe, um das HUD anzumachen. Shop. So. Und dann wollte ich nach dem TLX gucken. Da oben ist er. Ach, das kann aber tatsächlich sein, dass der den Beton gar nicht komplett reinkriegt. Aber ich würde sagen, wir werden ihn auf jeden Fall dann mal hier ausschalten. Nein, der kriegt er nicht ganz rein, das kann nicht passen. 19.000 Liter sind da noch übrig. Ja, ist nicht schlimm. Dann lassen wir den so lange hier stehen und danach lassen wir den tatsächlich aber zum Hof fahren und dann holen wir da mal Mist ab. So, jetzt können wir wieder übernehmen. Und das Zeug verkaufen fahren. Ne? Ich überlege, was ich noch am Hof habe. Also müssen wir mal ein bisschen Sinn und Verstand durchgehen. Ich glaube, dass wir wirklich noch ein paar Sachen am Hof auch verkaufen können, die ich wirklich so überhaupt nicht im Einsatz habe. Wie gesagt, bei Holz bin ich mir wirklich nicht so sicher.
Ich habe auch überlegt, ich möchte ja eigentlich noch bei dem Sägewerk. Mit dem Ural, das machen wir noch einmal. Dass wir mit dem Ural am Sägewerk die drei Bäume irgendwie wegholen. Quatsch, am Sägewerk, am Kieswerk. Ja, die der Ansgar da in seiner lustigen Aktion bei Randy einmal hat hingestellt hat. Die liegen ja da im Acker rum. Und irgendwie stört mich das jedes Mal, wenn ich dann, wobei ich das sehe. Sollte man vielleicht doch einmal aufräumen. Shop. So, gucken wir mal. Den Workshop-Terror müssten wir eigentlich hier durchkommen, ne? Ach, jetzt sind wir wieder hier in der Nummer. Ich glaube das nicht. Moment, also, wir versuchen das mal. Es ist jedes Mal echt so ein bisschen ärgerlich, dass man hier immer in den Triggern drin ist. Wir sind immer noch im Bauzentrum-Trigger. Moment. Also ich laufe jetzt hier mal dran vorbei. Noch gucken, dass wir hier rauskommen. Jetzt sind wir im Kies-Trigger. Das ist wirklich ein bisschen blöd, weil man das auch nicht sieht, weil man in dem Kies-Trigger ist. Ne? Also ihr seht das hier. Ich habe... Hat habe ich, glaube ich, an. Ne? Jetzt habe ich den Hut an. Aber ihr seht, man sieht das überhaupt nicht, wo man hier gerade ist. Ne? Wir sind, wenn ich R drücke, dann sind wir zwar da. Versuche ich noch mal rauszulaufen. Ah, ich bin immer noch in dem Trigger. Und ich habe keine Ahnung, in welchem. Das ist so echt das Problem. Ich könnte jetzt die Shop-Nummer gar nicht ansteuern. So, jetzt sind wir ja hier irgendwie. Und jetzt, wenn ich hier rauslaufe, komme ich dann hier irgendwie raus? Jetzt bin ich raus. Also, das könnt ihr nicht sinnvoll nutzen, um immer aus dem Trigger rauszulaufen, kann ich euch auch sagen. Warte mal, gucken, wo hier der Shop-Trigger war. Der war doch, irgendwie war doch hier das Shop-Symbol, oder? Wo leuchtet? Ach, da leuchtet es. Guck mal hier. So, den wollen wir nicht. Das wollen wir verkaufen. So, Tab. Und den wollen wir auch verkaufen. Ja. Ne, das wollen wir nicht. Jetzt wollen wir was kaufen. Und zwar den neuen Squadro. Ja, die Blitzleuchte können wir noch mitnehmen. Aber ansonsten ist das eigentlich, glaube ich, egal. Aber nehmen wir den so. Der passt übrigens wirklich hervorragend zu diesem Traktor. Zeige ich euch jetzt gleich. Von der Farbwahl her, weil da dieses Grau, Weiß, Orange irgendwie das, relativ passend zusammenhängt. Das ist die Premium-Linie von Hirschfeld, ne? Ist ein bisschen weniger Orange drin, nur so als Auszeichnungsfarbe. Grau ist ja wirklich eher seriös. Premium-Linie. Ne, wie hier der Trailer, der hier gerade aussteht, der HKD. Wieder die das hat aus und dann fahren wir schön hier über den Feldweg. Ach, Xerium ist auch fertig, ist gut. Sag mal, kann man Ackergras eigentlich direkt mähen? Ja, auch keine schlechte Idee, ne? Müsste eigentlich auch gehen, ne? Dass man gar nicht den Samen daraus holt erst. Obwohl am Ende sagst, ja, das Ding ist halt, ich habe dann zu viele, dann habe ich weniger Helfer im Einsatz. Das Wegfahren ist ja, braucht ja immer einen LKW für, obwohl im Moment hätte ich, glaube ich, sogar die Zeit dafür, ne? Beziehungsweise den Platz an Helfern. Ja, können wir uns gleich mal angucken, ob das hinhaut. Die Karte hat echt schöne Ecken, ne? Da macht schon Spaß auf der Karte. Ja, ich glaube, das zeigt auch, wie viele Folgen wir hier auch schon gedreht haben und wie viele Wochen wir hier drauf spielen. Und dass wir tatsächlich auch noch drauf spielen, obwohl es
gefühlt gibt eigentlich nichts zu erreichen gerade. Es ist wirklich einfach nur, einfach in Anführungszeichen, einfach nur spielen. Aber das darf es auch geben. Ja, hier ist das Pferdegrasfeld, das habe ich einmal runtergemäht zwischendurch. Aber ja, da legen wir mindestens noch mal eine zweite Schwarz drauf, ansonsten macht es natürlich keinen Sinn. Ich habe den noch nie, oder habe ich den schon mal ausgefeilt? Ich weiß es gar nicht. Na, gucken wir mal. So, meine. Ihr seht es hier, Klee liegt hier wirklich in rauen Mengen. Und da müsst ihr wirklich erstmal gucken. Ja, Kleeheu macht einfach im Moment keinen Sinn. Deswegen lassen wir das auch. Wir machen kein Kleeheu, sondern wir machen da Frischklee und da fahren wir einiges von ins Silo und dann werden wir mit der Fastbear rüberfahren lassen und dann machen wir noch einen Klee-Silageballen. Und der Kleeheu haben wir echt in rauen Mengen. Das kann ich sagen, wirklich in rauen Mengen. Und wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich das anmachen. Machen wir einen temporären Kurs auf. Feld 41. So, Vorgewinde. Nehmen wir 2, damit der entsprechend wenden kann. 19 Meter macht er. Ja, schon ordentlich, finde ich. Dann habt ihr auch entsprechend weniger Bahnen hier. Und dann. Achso, warte, müssen wir aber speichern, damit wir dann nachher mit den anderen Geräten nachfahren können, ne? Feld 41, 19 Meter. Haben wir gespeichert? Ja, haben wir gespeichert. Alles klar. Abfahrbeginn, erster Wegpunkt. Und schon geht los. Ach, schönes Gerät. Vielleicht machen wir eben die Punkte aus. Aber da wird jetzt auch einiges zusammenkommen. Da wird schon eine teilweise extrem dicke Schwarzbär rumkommen. Ja, hier in den Außenbereichen bin ich schon mal ein bisschen was abgefahren. Aber schon cool. Ach, der gefällt mir echt gut. Können wir jetzt angucken. Ach, meine Lieben. Ja, wie gesagt, hier da in der Mitte werden noch etwas heftigere Schwaden natürlich zusammenkommen. Also mal gucken, wie wir das runterfahren. Da werde ich dann nachher nochmal eine Runde loslegen. Und jetzt gucken wir doch mal, was so mit dem Rest hier ist. Die Helfer sind da. Der ist fertig. Das heißt, ich habe tatsächlich jetzt Helfer übrig. Freunde, ich habe Helfer übrig. Das ist ja, soll ja eigentlich nicht passieren, ne? Den Kurs können wir eben rausnehmen. Und dann testen wir das mal. Ich denke, es sollte möglich sein, dieses Ackergras auch einfach nur zu mähen. So, ich stelle den mal hier aufs Feld, damit der nicht daneben das Gras mäht. Ja, das funktioniert ja hervorragend. Wisst ihr, das machen wir. Wir lassen dann einfach das Ackergras runtermähen. Warum denn nicht? Obwohl, auch das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich gerade überlege, weil Grassilage bringt ja überhaupt nichts mehr. Das ist völliger Quatsch. Also, okay, wir haben einen Test gemacht. Ackergras kann auch einfach so gemäht werden, aber das macht ja gar keinen Sinn. Die Frage ist, ob wir das jetzt so einfach unterheben für die erste Düngestufe, weil wir, ich behaupte tatsächlich, dass wir Grassilage für die Kühe haben wir ja noch bis zum St. Nimmerleins-Tag, ne?
Hatte ich ja schon mal gesagt. Also hier haben wir definitiv noch genug davon. Und wir haben da vorne noch 400 Ballen drin. Man ist ja auch so ein bisschen Jäger und Sammler. Aber das darf auch ruhig ein bisschen sinnvoll bleiben, würde ich sagen. Und aktuell sehe ich das nicht so richtig sinnvoll, wenn wir... noch mehr Grassilage einlagern. Ist das, wir nehmen da den Kobra. So, der hier kann weg. Den bringen wir weg. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen aussortieren. Und ich kann auf jeden Fall den Anhänger wegbringen. Den brauchen wir aktuell nicht mehr. So, dann fährst du mal hier zum Shop. Wer hat denn hier diese Felder da reingepackt? Hier oben. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn, oder? Werkstattshop. Ne, nicht da lang. Da oben lang. So, kriegst du das jetzt hin? Oder? Direkt nochmal eine Delle in die Seite, oder? Ne, nicht dahin. Top. Ja, das ist Vorteil im Drehschemel, ne? Kleine Höfe habt ihr entsprechend genug. Platz. Wir haben auch schon die, die AKD sind zwar schön, aber auch die haben wir schon ewig nicht mehr benutzt, ne? Ich möchte aber auch nicht den Hof komplett leer haben, das ist auch nicht schön. Aber Sachen, die wir so gar nicht brauchen, sollten wir uns wirklich überlegen. Was wir auf jeden Fall auch wegfahren können, ist diesen Rungenwagen hier, weil den möchte ich so, glaube ich, nicht mehr verwenden. Und das lassen wir den hier machen. Dann kann nämlich, dann können wir den nämlich umkonfigurieren und können dem nochmal den Rungenaufbau geben. Das machen wir so. Obwohl, das können wir auch hier, wisst ihr, wir machen das anders. Den Rungenwagen verkaufen wir hier aus. Da hat sich Interessent gemeldet und der holt den hier direkt am Hof ab. Kommt der hier schon mal raus? Wo ist er denn? Ich bin jetzt dran vorbeigescrollt. Ne, da ist er. Und die Nummer, die war zwar witzig, hat aber auch nur so bedingt geholfen, ne? Die wird auch verkauft. Weg damit. Da, den wollte ich damit auch noch da wegpacken. Ich wüsste ja gerne, welche Fill-Types der aufnimmt. Weil dieses Förderband hier, das war schon ganz cool, weil der schneller aufgeladen hat als der und 70.000 Liter aufgeladen hat auch, ne? Also er hat quasi so einen Zwischenspeicher gehabt. Das war irgendwie eine ganz witzige Nummer. Ja, weiß ich nicht. Den halten wir mal. Vielleicht nutzen wir das mal irgendwie noch am Hof, ne? Pflanzenschutzmitteltank. Wo haben wir den denn noch stehen? Ja, ansonsten brauchen wir die ganzen Sachen, glaube ich, derzeit noch alle, die wir hier so haben. Können wir mal gucken. Was vorne noch? Die Dammkorn, die brauche ich auch nicht mehr. Komm hier, weg damit. Weil neu anpflanzen will ich auf keinen Fall. Die Fräse könnten wir nochmal gebrauchen, wenn wir Bäume irgendwo wegholen. Ach, guck mal hier, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, weil wir jetzt den Zwadro haben. Weg damit. Wir haben mal hier richtig aufgeräumt. So, das ist tatsächlich die Frage. Da ist ein Conditioner-Aufreiter drin, der ist aber hier auch. Ne? Der hat das eben in diesem Dings mit eingearbeitet. Das war ja ein Test, aber ich komme mit der V-Con eigentlich immer ganz gut hin, weil wir auch mindestens mal, ja, nicht, ja, ich warte noch mal, schauen wir noch mal. Den Flug brauchen wir eigentlich, nicht. Also so richtig zwingend brauchen wir den Flug eigentlich auch nicht mehr. Den Deutz haben wir auch schon ewig da stehen. Ne, ich glaube, der Rest lassen wir erstmal. Können wir schon gebrauchen, ne? So, dann konfigurieren wir den um. Und dann fahren wir mal zum Forst. Gucken wir, ob wir die Bäume irgendwie so halbwegs in einem darauf kriegen. Dass wir den Baum, also einen natürlich von den drei jeweils, dass wir die dann wegfahren können. So. Ach, das sind einfach... Ja, macht einfach Spaß hier zu spielen.
zweite Platte. Forst, da haben wir. Ach so, der hat jetzt wahrscheinlich gerade die. Oh, weia, hoffentlich haben wir. Ne, Moment. Der ist noch nicht konfiguriert, das ist gut. Muss ich mir die Triangel mal eben abholen, weil wenn ich den konfiguriere, fällt die Triangel ab. So. Dann setzen wir die mal eben hier auf den Boden. Und dann können wir den nicht umkonfigurieren. Mir ist nämlich danach schon x-mal die Triangel in den Boden irgendwo reingefallen und verbuggt, sodass ich da nicht mehr dran kam. Und die brauchen wir ja. Ohne die kommen wir auf jeden Fall nicht dahin. So, Forst. Wollen wir denn mal die Farbe ändern? Wir können mal eine andere Farbe nehmen, oder? Ja, komm, wir nehmen mal hier. Man muss auch mal die Farbe verändern. So. Dann klappen wir den wieder ein. Und ich fahre dann mal zu dem Azurek. Aber liebe Leute, das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.